So, zwei Stück, 184 kW. Also mit der Endung 1 und 2. Also ist dir, wenn man davor steht, links die 1, wette ich mit. Zack. Was? Ein Anvorgang. Ladevorgang starten. Was war das eben? Ach, ich glaube, die muss ich mit der Karte starten. So, dann setzen wir uns mal hier in die Kiste rein. Also hier muss man noch mal hochfahren, ja. Und lädt. Wenn ich überlege, wie schnell das bei Tesla geht. Bist du noch da? Fünf Leute, was ist denn jetzt los? Was ist mit euch los? Das gibt's doch gar nicht. Dave, bist du noch da? Ich glaube, ich fahre doch noch ein Stück. Oh Mann, ihr seid doch bekloppt. Guten Abend zusammen. Wer ist denn da alles? Schreibt mal was. Ein Abo da lassen, Link, ein Daumen, irgendwas. Also den Daumen anklicken, nicht den Daumen da lassen. Ich habe selber welche. Da waren eben fünf Leute im Chat. Was ist denn hier los? Ja, was sagst du zu dieser Strecke? Man müsste echt hier nochmal hochfahren. Nordkap, auf Deutsch gesagt, scheißegal. Kann man ja machen. Aber auf einer anderen Strecke hier mal hochfahren. Man muss ja nicht an der Küste lang fahren, sondern so wie ich das gerade mache. Einfach entschieden heute Morgen oder gestern Abend schon. Wieso fährst du nicht nochmal rüber an die Küste? Und da ist Trondheim eben das bessere Ziel, um rüber zu kommen. Alles andere ist zurück, sozusagen, so schräg nach oben. Oh. Und wenn ich mir das hier schon so angucke, was hier ist. Ich weiß nicht, wie hoch ich hier bin, also es muss schon einiges sein. Ich bin gerade überlegen, ob ich hier nicht irgendwo eine App oder irgendwas habe, wo ich das sehen könnte. Ich fahre sozusagen der Quelle entgegen von dem Fluss, der dann irgendwann da unten ins Meer geht. Ja, das muss der breite Fluss sein, da in Sundsvall, wo man dann ein, zwei Mal rüber fährt. Das kann ja nur der Fluss hier sein. Das ist aber klasse. Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen laden. Aber ich denke mal, ich mache dann auch bei Feierabend einfach. Weil ich glaube, am Tage ist das, glaube ich, ein bisschen interessanter, dass man was sieht. Weil wenn ich hier nebenbei auf die Map gucke und sehe da ab und zu mal den Fluss, der dann immer größer und immer kleiner wird als See und so weiter, und ich die ganze Zeit hier bergauf fahre. Ich bin jetzt, glaube ich, 50 Kilometer hier in diese Richtung erst gefahren und ich denke mal, morgen die Etappe wird noch geiler. Ich glaube, es ist eigentlich egal, wo man hier lang fährt. Ich gucke jetzt mal nach. Die Straße, die geht ja denn da ab. So, die Route mal abbrechen. Ich bin ja angekommen. Jetzt sucht er mich raus, genau. Und er wurde gesagt, links abbiegen, da geht's dann nach Trondheim. Ja, das kann doch nur die Straße hier weiter hoch. Ey, wenn man da ein bisschen rauszoomt aus der Map, wo ich jetzt hier gerade bin und ein bisschen nach oben scrollt, da sind überall solche Seen. Alles voll. In den Bergen sozusagen. Das ist so klasse.
Oh Mann, ey. So, jetzt hat die Karte endlich gedreht. Ah, da kommt ja noch mehr, wenn ich. Ich fahre ja über Östersund. Hier sind überall kleine Seen, große Seen, alles. Oh. Verdammt. Ich fahre über Bunnflo, Östersund, Krokom, wie auch immer. Aare, Storlien. So, da müssen die Berge dann vorbei sein, so langsam. Genau. Da geht das raus. Ich glaube, ich habe die richtige Strecke rausgesucht. Eigentlich ist, glaube ich, egal, welche Strecke. Nationalpark, da Nationalpark, alles was. Das ist ein Vogel. Ach, da sind die ganzen Nationalparks, da unten. Trondheim, wenn ich da weiter die Strecke Richtung Oslo, da kommt es ja auch permanent. Bin über Oslo hochgekommen, glaube ich, ne? Ich hatte erst noch überlegt, nach Bergen zu fahren. Aber nach Bergen kannst du hinfahren und dann musst du aber auch wieder wegfahren, weil da kommst du irgendwie nicht weiter. Da musst du wohl irgendwie mit der Fähre fahren. Oder? Nee, lass mal. Rosendahl. Oh, ey, ich hatte so einen Bock. Oh, ich kann brechen, ey. Das ist so krank. Bergen, ja, da musst du den. Hier gibt es nur eine Zufahrt, die andere geht auch mit einer Fähre. Jostedalsbreen Nationalpark. Auch alles nur Seen und so. Ach, das sieht ja klasse aus, ey. Das muss man. Was soll ich sagen? Das bisschen 5 Tagen sozusagen. Kurz mal diese Küstenstraße hochgegeigt, was ja auch schon geil war, vor allem da die Gegend um Narvik. Das war schon krass. Wo war denn jetzt Trondheim noch mal wieder? Wo ist denn Trondheim jetzt geblieben? Na. Da oben ist Trondheim. Ach ja. Ach, da würde ich ja gerne lang fahren, aber da sind eine Fähre, zwei Fähren. Und da, wenn ich da lang fahre, dann da ist doch bestimmt auch eine Fähre. Nur um da wieder rüber zu kommen irgendwie. Da ist keine Brücke. Das wäre zu. Puh. Das wär die Brücke wäre aber. Ist das doch eine Brücke? Nee, das wäre zu. Bei Ahlesund. Alles so oberhalb von Bergen, die Gegend. Oh Mann. Bergen und dann weiter oben kommt Ahlesund. Und von da aus, oder Maloy oder so, oder Meloy. So ein bisschen weiter rechts rüber. Ja, zwischen Meley und Lillehammer. Sieht aus so, wenn man ein bisschen weiter rauskommt, als wenn das alles so Adern, Wasseradern, sind es ja auch. Alleine da, denke ich mal, in der Region rumzueiern, 2 Wochen lang. Da siehst du mal so ein bisschen was aus der Gegend. Wie gesagt, die Holländer, die haben letztes Jahr, sind die nur im südlichen Teil rumgefahren. Schweden und Norwegen. Nur im südlichen Teil. Ich weiß nicht, 2 Wochen, 3 Wochen? Mit 150 Autos. Das ist krass. So. Bis Trondheim sind es noch, ich weiß gar nicht, 400 Kilometer vielleicht. Ich gebe das einfach noch mal ein. Brauche ich gar nicht eingeben, brauche ich nur da. Ankunft in 2,
Zwei, dreiviertel Stunde. Sind nur noch knapp 400 Kilometer. 6 Stunden. Das ist doch nichts. Okay, ich beende hier den Stream, damit ich noch ein bisschen Datenvolumen habe. Ich habe jetzt übrigens die letzten anderthalb Stunden etwa mit 480p gestreamt, runtergeschaltet. Ich weiß nicht, wie ist die Qualität? Ich sehe es ja nicht. Auf dem Handy kann man das schlecht sagen. Minus 6 Grad übrigens. Also ich muss hoch sein. Und da fährt er wieder ein volles Rohr. Einrad irgendwas. Die ganze Karre ist zugeeist gewesen. Die ganzen Scheiben, dass er auch was sehen kann. Tja, ich würde sagen, hier bleibe ich auch stehen. Ich stelle mich ein bisschen weiter an die Seite. Dann ist ja Feierabend. Dann bleibe ich hier. Prozent. Der Ulrich hatte was angedeutet. Der wollte wohl mit dem MG4 zum Weihnachtsmarkt fahren. Oder zum Cup. Hat er nicht schon angehauen? Mit dem MG4, er sagte, wäre doch keiner mit oben gewesen am Nordcup. Habe ich doch gemacht. Keine Ahnung, was waren das? Jetzt muss ich selber mal gucken. Jetzt muss ich selber schauen. Video-Settings, bla bla. 480p heißt es. Das nächste wäre 360. Das meinst du wahrscheinlich. Ja, ja. Also muss ich jetzt wieder einschalten, so. Also hast du reingeguckt in die Streaming Settings und dann ist der Chat abgeschaltet und der Ton weg. Guck an. Was für ein ist es? Eine Eva-Zeck. Glaube ich. Obwohl ich höre die. Nee, Blödsinn. ABB ist das. Die funktioniert. Die Eva-Zeck, die haben versagt vorhin. Die haben dann rechts und links auch noch jeweils insgesamt 4 22er Lader gehabt. Und ich habe keine in Gang gekriegt. Mit der Karte nicht und auch nicht über die App, obwohl sie bei Elli drin standen. Und da war ich froh, dass ich genug geladen habe. Ich bin mit Reserve an die nächste Säule angerollt. Ich bin mit knapp 60 über die Autobahn da geeiert. Meine Fresse, das war scheiße. Nee, 480. Ich habe doch in den Stream reingeguckt gerade. Ach, Blödsinn. Ja, ich hätte den Stream anhalten müssen. Natürlich, da kann ich umschalten. Du kannst nur die Bitrate unterschalten. Ja, ja, alles klar, natürlich. Ja. Naja. Hätte ich dran denken müssen. Wie gesagt, vorhin habe ich noch drüber nachgedacht. Ja, 720. Ich habe es eingestellt, das heißt beim nächsten Stream wird er runtergehen auf 480. Wenn ich es nicht wieder ändere. Aber das wäre auch mal eine Aktion, mittig durch Norwegen und Schweden da hochzufahren.
Säulen gibt es wohl genug da unterwegs. Geht natürlich schön durch die Berge dann. Und ich würde mich nicht wundern, wenn ich dann in Trondheim irgendwann von den Holländern überholt werde. Ich glaube nicht, dass sie 1000 Kilometer am Tag fahren. Oder 800. Glaube ich nicht. Die gehen immer schön frühstücken, fahren dann irgendwann los und bevor es dunkel wird, irgendwo anhalten. Und so wie die bepackt sind, schlafen die nicht im Auto. Geht ja gar nicht. Die konnten ja nicht mal die Rückenlehne nach hinten kurbeln oder irgendwas. Ja, ich werde hier stehen bleiben und den Morgen im Hellen dann fahren. Meinst du, 480p würde reichen? Ist die Qualität da noch einigermaßen anschaubar? Auch zu Hause auf dem Fernseher meine ich dann.